Der Hohenstoffeln bei Binningen, der Namensgeber für die Hohenstoffeln Kräutertage, hat sich zwar an diesem Samstagvormittag des 25. Mai noch etwas hinter den Wolken versteckt. Dennoch hat in der Kräutergärtnerei Syringa der Besucherstrom bereits eingesetzt. Heute sind die 25. Hohenstoffler Kräutertage. Wir haben ein großes Angebot an Pflanzen. Wir haben eben regionale Kulinaritäten, viele Aussteller aus der Region, verschiedenste Sachen. Einen super tollen Moderator, den wahrscheinlich viele kennen, den Herr Seidler vom Kaffee und Tee. Dann eben kommen super Gäste. Vortrag zu genießen, der heute wieder im Angebot ist. Also genießt die Zeit und ansonsten viel Spaß heute hier bei den 25. Kräutertagen. Die Kräutertage bieten auch in diesem Jahr wieder eine Fülle von Erlebnissen und Entdeckungen. Der Duftgarten ist einer der Anziehungspunkte. Mit seiner Fülle an Duft- und Kräuterpflanzen lockt er das ganze Jahr über gleichermaßen Insekten und Besucher an. Auf dem weitläufigen Gelände der Kräutergärtnerei erwartet die Besucher ein großer Markt der Möglichkeiten. Über 50 Aussteller präsentieren ihr Kunsthandwerk sowie gesunde und wohltuende Produkte aus Kräutern und Pflanzen und vielfältige kulinarische Leckerbissen aus der Region laden zum Probieren und Genießen ein. Und jetzt, oh, ganz fest, ganz fest, ja, genau. Während beider Veranstaltungstage werden eine Vielzahl an Fachvorträgen, Führungen und Seminaren für die Garten- und Naturfreunde angeboten. Pflanzenstoffe, sogenannte Glykoside, die tonisierend auf den Herzrhythmus wirken. In der pharmazeutischen Anwendung wird heute noch eine Pflanze dazu verwendet. Die kennen Sie vielleicht auch von bestimmten Produkten aus der Apotheke her. Es ist der Weißdorn. Das Hauptinteresse der meisten Besucher gilt selbstverständlich dem Pflanzenangebot. Gilt doch die Kräutergärtnerei Syringa als ausgesprochener Fachbetrieb.
Wir produzieren hier bei Syringa eben heimisches Wildblumensaatgut in Bio-Qualität. Das macht uns wirklich aus. Dazu haben wir eben einen großen Online-Shop, wo wir eine Vielzahl von Pflanzen anbieten, die man sonst eigentlich nicht im Handel findet. Und eben können da auch mit unserer Qualität überzeugen. Die Hohenstoffeln Kräutertage in der Kräutergärtnerei Syringa sind mehr als nur ein Markt. Sie sind ein Erlebnis für die ganze Familie, ein Fest für die Sinne und eine wunderbare Gelegenheit, die Welt der Kräuter und Pflanzen intensiv zu erleben.